Es ist ein bisschen so, als hätte der liebe Gott seine Spielzeugeisenbahn ausgepackt, weil er es hier einfach laufen lassen kann. Hier in Rheinhessen, zwischen Wein und weich gezeichneten Hügeln. Lassen, nicht müssen, mit den Beinen baumeln und mit der Seele auch gleich. Einmal überm Boden, über allem schweben, ohne den Boden zu verlieren. Bodenständig bleiben. Mitten im größten Weinanbaugebiet Deutschlands liegt die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen. Gut 15.000 Menschen in 10 kleinen Gemeinden, in Sichtweite, in Tuchfühlung. Menschen, die mit dem leben, was die Natur ihnen in Überfluss bringt: Sonne und Wein. Menschen, die es sich gemütlich machen, die aber auch zupacken, den Blick nach vorn gerichtet. Hinter jedem Panorama, jedem Bilderbuchhügel etwas Neues, anderes entdecken. Einfach mal losfahren und loslassen. Egal wie, egal wann. Dann, wenn man Lust dazu hat. Auf Wegen, die schon das Ziel sind und trotzdem immer neue Ziele finden. Landschaft gestalten, das Beste daraus machen, mit sich selbst und anderen. Das Land genießen und was daraus entsteht. Regional essen und trinken ohne Hinterwäldler-Image. Wissen, wo man hin will, aber auch, wo man herkommt. Den Blick schweifen lassen über das Wesentliche, über Reben und Rüben. Ja, warum nicht? Stolz sein auf das, was immer schon hier war und auf das, was man geschaffen hat. Leben in einer uralten Kulturlandschaft. Zu Hause sein, in alten oder neuen Mauern und tun können, was man will oder immer schon mal wollte. Arbeit und Bildung finden für alle. Menschen mitnehmen, nicht zurücklassen. Zukunft gestalten. Egal nach welcher Fasson oder welcher Konfession man hier lebt, die Kirche bleibt im Dorf, denn da war sie immer schon, durch alle Wirren der Geschichte, und diese Orte sind voller Geschichte. Die Menschen hier haben gelernt, sich mit den Entscheidungen der Zentren und Zeiten zu arrangieren und doch ihr eigenes Leben zu führen. Dabei sind Dinge entstanden, die einzigartig und auch wieder ganz normal sind. Was ist wichtig im Leben? Wie wollen wir leben und wo? Die Familie ist die Basis unserer Kultur, unser Zentrum. Für die Familie, dafür, dass sie nicht nur existieren, sondern auch leben kann, brauchen wir eine Umwelt, die die Voraussetzungen dafür schafft. Für ein soziales Zusammenleben über Generationen hinweg. Und das beginnt hier in den Kindergärten, den Bildungsorten, die von der Grundschule bis zum Abitur alle Grundsteine legen, um nicht nur erfolgreich in die Welt zu gehen, sondern auch, um hier erfolgreich zu sein und hier bleiben zu können. Das Fundament ist gelegt in der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen. Jetzt kommt es darauf an, was jeder Einzelne daraus macht. Menschen miteinander verbinden. Auch darum geht es hier. Die Möglichkeiten sind scheinbar unbegrenzt, ob man von einem Ort zum anderen will oder raus muss. Mobilität bestimmt heute unser Leben. Egal, wo wir es leben. Und wir sollten darauf vorbereitet sein. Auch was unsere Freizeit betrifft. Leben in Seelenlandschaften, an Lieblingsorten. Ob allein oder mit anderen, wir fühlen uns wohl, wenn wir Platz haben und Plätze. Orte, an denen wir zusammen sein können und Gemeinschaft erleben. Feste feiern, auch wenn das Leben nicht immer nur Musik ist.
Eine Kultur des Feierns, entstanden aus der uralten Kultur des Weinmachens und des Genießens. Wegweisend ist auch das Energiekonzept hier. Als erste Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz hat Sprendlingen-Gensingen als Masterplan-Kommune eine eigene Energieagentur. 100%iger Klimaschutz. Bis 2030 ist die regenerative Stromversorgung mit Sonne und Wind geplant. Nachhaltiges Leben mit echtem Mehrwert für die Region. Zukunft, ohne dass die Tradition verloren geht. Blühende Landschaften im Westen. Arbeit mit Grün oder ganz bunt. Hier sind einige Global Player am Werk, nicht nur in Sachen Natur oder Wein. Was produziert wird, geht in die ganze Welt und davon profitiert auch die Region. Dass das auch mit dem Produkt der Verbandsgemeinde so ist, ist ja klar. Der Wein. Er hat die Region berühmt gemacht, hat ihr einen Ruf und Wohlstand gebracht. Ganz früher war hier ein Meer und der Meeresboden existiert heute noch. Der Muschelkalk und das milde Klima haben gute Böden entstehen lassen, auf denen schon die Römer die ersten Reben pflanzten. Früchte, die hier und heute gerne geerntet und veredelt werden. Vergangenheit, Geschichte, Kultur und Kulturlandschaft. Rheinhessen lebt seine Historie und seine Lebensart in den Fachwerkhäusern und Winzerhöfen. Leben und arbeiten oft unter einem Dach, ohne dass der Eindruck von Museumsdorf entsteht. Denn auch hier macht moderne, sinnvoll eingesetzte Technik aus den guten noch bessere Produkte. In der Verbandsgemeinde wirtschaften mehrere Spitzenweingüter. Und mitten aus diesem größten Weinanbaugebiet Deutschlands reisen die edlen Tropfen in die ganze Welt. Mitten in Rheinhessen, mitten in Deutschland, von Nord nach Süd, halbe Strecke, so nah am Meer wie am Hochgebirge. Hier weiß man, wo man hin will und wie man hinkommt. Arbeit für Mobilität auf der ganzen Welt. Mit Energie für die Zukunft, nicht nur für Großunternehmer. E-Car-Sharing auf dem Land und Hightech-Gemütlichkeit zu Hause. Zurück mögen andere bleiben. Hier ist alles im Fluss und bleibt vieles im Land. Und das finden wir gut so. Hier in der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen mit Weitblick über die grünen Hügel Rheinhessens hinaus.